Löwenzahn, Löwenzahn, zünde deine Lichtlein an. Und verbrenne Elende, ich bin so tropisch. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Minecraft mit Bam-Bam. Hatschika! Weißt du, was ich jetzt mache, wenn du das mit den Fackeln gesagt hast? Ich setze mal diese ganzen Fackeln, die wir hier theoretisch eh nicht brauchen, ja, mal weg. Also wirklich nur die, also die jetzt nicht außerhalb vom Haus oder so, weil wir können ja von mir aus Monster spawnen. Aber nur als Beispiel wie jetzt diese. Yes, ich meinte halt eher die beim Baum rum, drumherum, sind halt 4 Stück, sind halt viel zu viele. Jetzt habe ich schon 6 Stück abgemacht. Also weggemacht vom Boden. Yes, das ist gut. Für die Performance. Aber ich meine halt, die beim Baum drumherum sind halt auch einfach viele, ne? Aber das sieht schön aus. Ja, das tut es. Habe ich denn noch genug Holz? Nö, wir brauchen jetzt erst, ich gehe gleich mal Holz hacken am Start. Das Holz hacken am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ach jawohl, frisches Holz, das duftet immer so schön. Wenn es blutet und das Harz fließt. Eigentlich riecht man da eh nur das Harz, ne? Was der gute frische Baumgeruch ist. Obwohl manche, viele Bäume haben auch wirklich so Öle, ne? So ätherische Öle. Vor allem so Tannen. Ich glaube, irgendwie. Alter, hier ist ja die Tierparade schlechthin. Oh mein Gott, ey. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, Afrika hat tatsächlich auch so Bäume, wo Kaugummi davon hergestellt wird. Aus dem Baum. Diese Saft, der rausrinnt aus der Rinde. Das ist so ein Kautschukmaterial, aus dem Kaugummi gemacht wird, irgendwie. Das heißt Kautschuk. Das heißt so, oder was heißt das? Nee, das heißt so, Kautschuk. Ah, ja. Ich hab kein Platz mehr. Na, kein Platz mehr im Inventar. Was ist da? Geisterbaum. Nichts. Just nothing. Was haben wir hier noch? Du bist der Riesige, den will ich mal stehen lassen, aber den hier, den nehmen wir noch. Bäume ist ja nichts nichts weiteres wie bei so Gemüse im Garten. Das ist halt nur was Härteres und Größeres, was wächst und das man nicht essen kann. Aber ist im Prinzip das Gleiche. Ist etwa von deinem. Von meinem dicken Stamm, Gemüse, den ich abgebaut habe, ja. Ganz genau. So, und ich gehe weiter da vorne. Oh mein Gott, warte mal. Wir wollen doch natürlich. Oh, ich habe keine Schere mehr. Schatzi, haben wir noch eine Schere? Ich habe eine Schere, aber die ist auch fast tot. Darf ich sie aufbrauchen? Ja, dann musst du aber zu mir zum Stall kommen. Okay. Kurze Reise zur Schatzi-Schere holen. Obwohl sich das überhaupt nicht lohnt, weil ich ja gleich eine neue, bessere bauen könnte. Aber ich will ein bisschen Material an Eisen sparen, tatsächlich. Sprach er, während er immer mit Eisenwerkzeugen arbeitet. Statt Stein. Alter, wie schön ist denn die Brücke? Oh mein Gott. Wie geil, Schatzi. Ach, und da sind schon Tiere, so viele. Oh mein Gott, Baby. Dankeschön. Schar. Und mein Hütehund hier hinten. Die Schere auf Stein einfach schar. Hütehund. Ma. Es ist so schön, ja, hier bei dir. Oh mein Gott. Da gibt's Heu in der Mitte. Das ist so hübsch, wirklich. Ich habe das seit 3 Folgen nicht gesehen, ja. Alter, ganze 2 Wochen hat es gedauert, dass ich das gesehen habe. Für YouTube jedenfalls. Nee. Doch, 1,5 Wochen, 2 Wochen, I don't know. Alter, Kopf im Arsch. Alter, was für ein schöner Bauernhof das wird bei dir. Moah, Regen! Regen! Also hier sind schon so viele Tiere in Action! In Action, Action, Action! In Action, Action, Action! Das 3D-Effekt auch nass. Yes! Und mein Baum kann wachsen. Ich überleg noch, wie ich das Dach baue. Ach, ist das hübsch hier. Moah! So schön! Und eine Karotte für mich. Ich mach, glaube ich, erstmal oben eine komplette Schicht noch Diorit. Diorit, Granit, oder? Andesit. Ich hab mal noch eine Idee. Und jetzt komme ich wieder drauf, dass ich Wassereimer brauche. Irgendwann nehme ich noch so einen Wassereimer mal mit. Irgendwann wird der Tag kommen. WASD, WASD nach oben, oje, oh oje. Oh, das ist der WASD-Song. Und zwar, wie schaut denn das aus? Wenn das jetzt so geht.
So, das hier noch rein. Und da haben wir keinen Stein. Aha! Das wird so schön hier, so hübsch. Genau nicht so. Genullnau Uhr. So, irgendwann genau machen wir... Genau E0. Irgendwann machen wir von oben noch die Blätter weiter. Ach, und jetzt habe ich vergessen, Blätter mitzunehmen. Ich bin ja so schlau. Menno. Ganz vergessen. Na egal, wir können ja auch... Wir haben ja viel zu tun. Yes. Nächste Folge holen wir dann halt Blätter gleich mit. Alter, ich dachte jetzt, das Gras ist so weiß, aber es ist einfach Schnee. Natürlich. Schmäh. Zaun habe ich jetzt keinen mehr. Wir können aber gleich noch was bauen. Soll ich das von unten machen? Von unten? So, das hier hin und das so hin. Boink. Genug Zaun wieder. Noch ein bisschen mehr Holz von dem Stamm gleich. Können wir gleich mehr machen. Den brauchen wir jetzt eh nicht so häufig. Jetzt werden wir erstmal in die Wohnung runter reingehen und da ein bisschen ausleuchten. Es müsste eigentlich noch eins vorgebaut sein, ne? So. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Fackel noch hier ran. So. Obwohl, hier ist recht dunkel. Dann nehme ich mal gerade... Ja, die hier weg. Sollte reichen hier. Und setzen wir da noch eine hin. So, nur dass hier keine spawnen auf dem Weg. Ne? Keine Monster. Gefahren hier. Womit wir uns plagen hier. Haben wir hier noch Erde im Boden? Das wäre auch noch schön eigentlich. Machen wir das hier weg. Machen wir so eine kleine Erdplantage für Blumen. Hübschi. Wäre geiler, wenn es Gras wäre. So, jetzt müsste das hier eigentlich Gras werden, ne? Müsste gehen. Aber so schlecht finde ich das eigentlich gar nicht. Es gibt mal so ein bisschen Struktur. Löwenzahn, Löwenzahn, zünde deine Lichtlein an. Und verbrenne Elende, ich bin so tot. Alter. Metal. Du bist so schön crazy. Was könnte hier? Könnten wir so eine da wurde ein Ei gelegt. Ei gelegt. Ein Ei, nein. Yes. Sag ich mal so rum und dann machen wir andersrum. So und dann so und dann so. Genau. Jawohl. Hübschi. Hübschi hier drin. Da kommt noch Erde ran. Und da müsste er dann eigentlich Stein darüber sein. Naja, ich weiß ja nicht so recht, wie wir das noch machen. Da bin ich noch nicht entschieden. Jetzt mal hier eine Fackel dran. Hübsch. Schön. Mag ich. Und da ist die Fackelparty. Ich dachte, ich hätte schon keine Erde mehr. Ich habe doch so viel Erde. Jetzt ist die Frage, sieht das... So. Da auch, kann man das auch dann so machen? Bei dem Galas... Glas. Oder schaut es dann scheiße aus? Scheißenspeisen. Hä? Lol, hier ist ja die Treppe. Ich dachte gerade, ich habe hier ein Haus gefunden. Ich bin komplett behindert schon. Ich baue einfach dorthin rein, wo ich das Haus haben wollte. Und da ist einfach... Geil, das ist ja mega, komme ich gerade darauf. Da können wir einen Durchgang gleich verwenden, um hier zu wohnen. Das wird einfach gleichzeitig der Hauseingang auch hier durch die Treppe. So cool. Das wird schön knautschig, kuschelig hier alles. So nice. Boah, eigentlich sähe das auch, glaube ich, geil aus, wenn wir das auch von unten so machen würden. Alter, wo bin ich denn? Mit den Stairs. Hallo. Schaut das gut aus? Ja, das ist dann so komplett reingebautes Fenster. Mit den Stairs. Jetzt frage ich mich nur... Schaf, bitte gehen Sie... Oh mein Gott. Hauen Sie ab jetzt. Ich muss hier bauen. Will ich, Ne, Glasscheiben sind einfach besser. Die ja, sehen das schaut schon besser aus. Weil es einfach texturierter ist. Texturizer. Ich versuche immer so zu bauen, dass es nicht immer einfach so, okay, jetzt vier Wände und so ein... Einfach die Wände so straight nach unten und irgendwie ausschaut, sondern schon so ein bisschen... Mhm. Das ist cool. Fancy. Kann ich verstehen. So, dann würde das hier Stein sein, die Kante. Und dann bauen wir hier so
Holz wahrscheinlich hier wieder so hin. und da so, wir hatten das Ei hier gelegt. Schätze die Folge zu Ende, tatsächlich schon. Und hier so Glas. Kommt her, meine Hühner, ihr werdet gepaart, ja. Blub. Will ich, Alter, will ich da... Warte mal, da könnten wir eigentlich ganz ins Eck rausbauen. Natürlich, das wird ein Eckhaus. Was mache ich denn hier? Natürlich, Aridius, Eckhausel. Das steirer Eckhausel. Mein Girlfriend ist so crazy, I love it. So schick crazy. So, haben wir das da? Schatzi, mir fällt gerade random ein. Nächste Woche ist ja die Button-Convention. Wenn wir die Folge hier rauskommen, ist sie natürlich schon lang vorbei gewesen, aber... Yeah. Die war übrigens voll cool, hat mir echt gut gefallen. totale Verwirrung hier. So, da so. Und ich sollte jetzt mal nach Hause kommen und Folge beenden übrigens, aber... Bauen! Dann würde ich hier ein Panorama machen. Nur so ein kleines. Nicht zu übertrieben, aber ein kleines Feines. Vielleicht noch eins nach oben sogar. Oder auch nicht. Nee, nach oben würde ich nicht mehr machen. Da würde ich jetzt mit Stein zumachen. Da haben wir jetzt den Weg so. Oh, das ist kein Stein. So. Noch mehr Stein. Und ich muss schon wieder neues Material holen gehen. Jetzt müssen wir mal eine Folge beenden. Tatsächlich ist schon wieder so. Ist schon wieder so weit. Wer hat an die Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? na ihr Leute, ist schon wirklich Schluss für heute? Ja, ja, so ist es, schon wieder Schluss für heute, meine Freunde. Goddammit, ich muss dringend nach Hause und ich höre nicht auf zu bauen. Du musst aber auch bald bei dir dann die Fackeln am Berg minimieren. Ja, habe ich da so viele? Ja. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Bist du schon ready zum Schlafen gehen? Ja, ich lieg schon im Bett mit meiner Laterne, bin ich gegangen. Echt jetzt? Bist du schon im Bett? Ja. Holy shit, ich bin immer noch im Berg. Heilige Scheiße! Ich muss aber so viele Sachen noch fertig machen, weil ich jetzt dran denke. Das ist schlimm. So. Schließ da, schlimm. Ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Schlimm. Aber so geil, dass ich jetzt von der Treppe aus hier den Eingang ich rein habe. Ich bin das so einsam und allein. Das gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie ich sein soll. Mit so einem Körper. Mit so einer Seele. Ich bounce nach uns. Du warst gerade so abgehakt mit so einer Seele. Alter, es ist so schön hier. Weniger Fackeln. Alter! Alter, ich habe mich so vor Zombies erschrocken. Wie kann ich mich denn so vor Zombies erschrecken? Ich habe nicht mit Monster gerechnet, das war alles so friedlich. Gute Nacht! Hi! Kuschel, kuschel! Kuschel, kuschel, wuschel! Schönen guten Morgen! Die Nachbarn brennen! Expelliarmus! Puff! Geil, das geht wirklich. Confringo! Zafensky. Depulso. Depulso. Was ist denn so ein Feuerspruch? Confringo ist Explosion, oder? Nee. Ist das Feuer? Confringo macht auch Feuer. Cool. Ah, ich liebe die Musik, ne? Also, gleich beenden und weitermachen, ja? Yes. Nächste Folge. Dann bis zur nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ja. Ich mach mal ein bisschen Pressure. Okay. Pressure! Ding, 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 under pressure, walking down the street. Okay, von dem her, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Ciao!